Kameras an und... Los geht's! Wow, shit. Die Leonie fragt, wenn du ein Gegenstand wärst, welcher wärst du und warum? Wäre ich ein Gegenstand? Wäre ich einfach ein ganz normaler Julian, der in der Gegenstand? Hallo. Kann man überhaupt einen Menschen Gegenstand nennen? Was sagt denn Google? Google sagt, ein nicht näher beschriebenes Ding. Nähen und Schreiben ist wirklich nicht mein Ding. Das ist eine bestimmte physische Ausdehnung. Meine Füße lasse ich beim Dehnen auch ziemlich oft aus. Und eine bestimmte Form hat. Stimmt auch, dass ich nicht mehr so richtig in Form bin. Also wäre ich als Gegenstand einfach nur... Hallo. Die Amelia fragt mich, wenn du etwas erfinden könntest und es die ganze Welt sehen könnte, was wäre es? Hi, ich bin Gründer und CEO von der Fine Life LTD Company GmbH EG AG MFG. Da wir sehr viel Wert auf Qualität und natürlich auch die Zufriedenheit unserer Kunden legen, haben wir Forschung und den das YouTube Money darin investiert, den Fine Life ins Leben zu rufen. Der neue Fine Life wird euch, egal ob Mann, Frau, Kind, Asiate, Nicht-Asiate, einige schwierige Situationen erleichtern. Zum Beispiel unterstreicht es die Denkerpose. Eine Bestätigung kommt viel mehr zum Ausdruck mit dem Fine Life. Sogar das Kratzen wird ein neuartiges Erlebnis. Man kann damit auch schreiben, aber das wird nicht von uns empfohlen. Besser ist, es hinters Ohr zu stecken, um die Luftzirkulation hinterm Ohr anzuregen. In der Nase popeln und vielleicht etwas zu finden. Wow! Rufen Sie noch heute unter dieser Nummer an und erhalten Sie ein Fine Life extra, um beide als Stäbchen zu benutzen. Der Fine Life kommt in einem edlen Etui, was eigentlich gar nicht zum Fine Life gehört, sondern von irgendeinem asiatischen Produkt, das wir gar nicht kennen. Auch auf das Design habe ich sehr geachtet und ein extra Gadget mit eingebaut. So ist der Fine Life sogar verlängerbar für die Leute mit etwas längeren Fingern. Fine Life hat mein Leben verändert. Fine Life ist das Beste auf der Welt und nein, ich bin nicht der CEO und Gründer. Und ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Fine Life. Was ist das? Das ist der Fine Life. Nice! Ich weiß. Mir ist heiß. Ich koche gerade auch Reis. Was für ein Scheiß, mache ich das schon wieder. Die Angela sagt, wenn ich in der Video komme, dann fresse ich einen Besen mit Zwiebel oben drauf. Hier hast du deine Zwiebel. Guten Appetit. Ich mach mit. Der Dominik fragt, schon mal versucht, deinen Ellenbogen abzulecken? Ihr wollt, dass ich mich hier zum Affen mache, ne? Nicht mit mir. Die Pauli fragt, was würdest du tun, wenn ein Fan vor deiner Tür stehen würde und mit dir singen will? Fly me to the moon. Let me Was machst sing du hier, Junge? Hör doch mal auf zu singen, Alter! Let me sing, 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 sing. La, 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 la. Die Caro fragt, wie viele Socken trägst du gerade? Liebe Caro, natürlich zwei. Hände voll! Wow! Oh, es regnet schon wieder Socken. Die Endin fragt mich, bist du nur YouTuber oder hast du auch einen Nebenjob? Liebe Endin, ich bin Gründer und CEO von der Fine Life. Der Max fragt, warum schreibst du deinem alten Kollegen, also ihm, nicht mal bei WhatsApp zurück? Max, tut mir leid, aber bei WhatsApp werde ich echt richtig krass zugespammt. Die Vivian fragt mich, magst du Bratwurst? Stopp! So Leute, da ihr mir die ganze Zeit so kurze Fragen stellt, werde ich sie noch viel kürzer beantworten. Was habt ihr davon? Ja. Nope. Yup. Nope. Yup. Nope. Yup. Nope. Magst du Bratwurst? Yup. Bist du ein Einhorn? Nope. Bin ich jetzt im Video? Yup. Kannst du mir folgen? Nope. Kommst du aus der Zukunft? Yup. Isst du gerne Bücher? Nope. Schreib was Nettes? Yup. An Rewind Zeit? Nope. Magst du Bäume? Yup. Hast du schon einen Fanshop? Nope. Ist dir langweilig? Ja. Spring aus dem Fenster? No. Bist du real? Ja. Kennst du doch Johannes? No. Kannst du mal furzen durch dein Zimmer fliegen? No. Ja. No. Ja. No. Ja. So Leute, ich will noch mal ganz kurz auf eine ganz bestimmte Playlist ansprechen und zwar... Die hatte ich ja letztens für euch eingerichtet, weil ihr so viele Fragen gestellt habt, die ich schon beantwortet hatte. Bis heute bekomme ich noch wirklich super oft dieselben Fragen und deswegen habe ich diese Hey Ju Playlist eingerichtet, damit eure Fragen beantwortet werden. Also, wenn ihr irgendwann mal Zeit habt und übertriebenste Langeweile, dann könnt ihr euch einfach diese Playlist geben. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Stay fresh.